Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Für mich ist heute Montag. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, das für Montagabend schon hochzuladen. Kann ich aber nicht versprechen. Ich hatte eigentlich schon vorgehabt am Wochenende. Jetzt letztes Wochenende wollte ich euch dieses Video abdrehen, aber hat nicht geklappt. Die Zeit war zu knapp. Aber jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich euch den ersten Teil quasi meiner Palettensammlung zeigen kann. Und ich dachte mir, ich fange mal an mit Zoeva-Paletten. Zoeva-Paletten, ich glaube, ich habe meine alle von Douglas. Ja, früher kostete so eine Zoeva-Palette, ich meine 17 oder 18 Euro und mittlerweile 21, knapp 22 Euro, diese normalen. Genau, und davon habe ich glaube ich 10 oder 9. Die letzte von Zoeva, diese Matt oder Matt, also die nur reine matte Lidschattenfarben hat, die finde ich nicht schlecht, aber irgendwie hat sie mich nicht so umgehauen. Und dann gibt es noch eine Karamell irgendwas. Ja, irgendwas mit Karamell, die habe ich auch nicht. Aber dieses hier ist eine, mit der habe ich mich heute geschminkt. Eine sehr, sehr schimmrige Palette, kein grober Glitzer, aber ich zeige es euch mal einmal. Man sieht, es schimmert und funkelt und ich mag die sehr. Diese Zoeva-Paletten, ja, die stecken alle in so einem Schuber drin und bis auf eine Palette habe ich das auch nicht weggeschmissen. Ja, also ich fange jetzt mal an, habe die jetzt hier rausgeholt und ich finde die auch eigentlich fast immer sehr schön designt. Es ist halt so eine Pappkarton, ne? Das ist jetzt kein Kunststoff oder so, aber es ist schon eine sehr stabile Pappe. Und jeder Lidschatten, es sind 10 Lidschatten drin mit 1,5 Gramm jeweils. Ja, und diese Mixed Metals, die müsste es, meine ich, auch noch alle geben. Denke ich mal, bei Douglas. Vielleicht habt ihr Glück und ihr bekommt eine Zoeva-Palette. Bei eBay vielleicht günstiger oder Kleiderkreisel. Ja, dann klappt man die auf. Spiegel haben die alle nicht. Die hat jetzt hier noch dieses Zeichen. Und hier sehen wir dann schon die wunderschönen Farben, die ich heute auch verwendet habe. Ich habe den auf dem ganzen Auge verwendet und zum Highlighten. Jetzt geht mein Telefon. Moment. So, da bin ich wieder. Also, genau. Diesen hellen Lidschatten habe ich auf dem ganzen Auge, den habe ich verwendet. Den matten schwarzen hier, das ist glaube ich der einzigste matte. Ja, das ist der Onyx. Also die haben auch alle immer wunderschöne Namen. Und das ist zum Beispiel das Schwarz. Und wenn man da vorsichtig durchgeht, dann seht ihr schon, wie stark die pigmentiert sind. Ja, Copperplate seht ihr auf den größten Teil meines Augenlides. Das ist so ein schöner roter Kupferton. Und hat sich auch, also die lassen sich alle wunderbar auftragen, verblenden, krümeln minimal. Also bei mir krümeln sie jetzt nicht so derbe. Ja, dann habe ich noch diesen verwendet und den hier, diesen dunkelbraun. Damit habe ich nochmal in der Lidfalte hier, bin ich reingegangen und am unteren Wimpernkranz. Also die sind, da gibt es nichts. Ich zeige euch das mal. Ich werde euch jetzt nicht von jeder Palette jede Farbe swatchen, aber ihr seht vielleicht, was die für, ja, wie hoch die pigmentiert sind einfach. Und es macht einfach riesengroßen Spaß, sich damit zu schminken. Und ihr wisst, ich greife ja gerne mal in den Farbtopf auch rein, ne? Manchmal ein bisschen mehr. Heute finde ich, geht es. Ach, wartet mal, da habe ich ja noch so einen grün-bläulichen am Außenwinkel. Das war die Farbe Ourstone. Ourstone, keine Ahnung, hier. Das ist so ein interessantes Grün. Und das habe ich so ein bisschen außen mir aufs Lid gegeben. Ja, also ist wirklich super pigmentiert. Mixed Metals ist halt was für, ja, für Metal-Fans, ja. Wer es gerne schimmrig mag, ne? Also ihr habt gesehen, die schimmern alle bis auf das matte Schwarz. Und das Schwarz, damit habe ich mir, da seht ihr mal, wie gut pigmentiert das ist. Mit dem Schwarz habe ich mir oben einen Lidstrich aufgetupft. Ja, und das war auch einer, ich überlege gerade schon die ganze Zeit, welches meine allererste Zoeva-Palette war. Wartet mal.
Doch, ich weiß es. Das muss gewesen sein. Entweder die Rodeo Bell, die liegt nämlich auch schon länger zurück, oder Love is a Story. Egal, ist ja auch wurscht. Zumindest, die sind leider teurer geworden. Aber ich finde noch ihr Geld wert. Also es ist noch nicht überteuert, weil die Qualität passt einfach. Ja, und das ist diese wunderschöne Verpackung. Love is a Story. Auch sehr, sehr schön. Und zu Eva bringt ja immer wieder neue LEs raus, ne? Jetzt zu Weihnachten ja auch. Und die Palette sieht dann, ja, man sieht es genauso aus wie der Schuber. Dann klappe ich die mal auf. Hier habe ich noch, manchmal verweicht die Folien. Das ist eine etwas stabilere Abdeckfolie. Manchmal schmeiße ich die aber auch weg. Und hier haben wir jetzt diese wunderschönen Farben. Und da sieht man schon ein paar eher neutrale, aber auch ein paar ganz schön knallige Farben. Der hier ist auch schön. Der hat halt diesen goldenen Schimmer. Ja, und auch meine Farben spiegeln sich hier drin wieder. Old Fashioned ist halt so ein Pflaumenton. Und Past oder Past Romance ist halt dieser hellere. Und der hat so einen, sieht man das, so einen schönen goldenen Glanz. Also doch sind es schon Glitzerpartikel, ne? Ja. Oder Ladylike. Den habe ich eine ganze Weile mal getragen, das weiß ich noch. Ich glaube vor 2 Jahren im Sommer mal. Das swatche ich euch doch mal diese jetzt hier. Ja. Auch wunderschön. Love is a Story. Und jetzt brauche ich nochmal eben den feuchten Lappen. Und, was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, aber ihr habt auch, matt ist glaube ich hier gar keiner, oder? Na, zumindest haben wir hier was zum Verblenden und auch für die Lidfalte, sage ich mal. Hier diese etwas helleren, so ein Creme, wie nennt man das? Ja, ist eher schon helleres Braun, ne? Doch, der ist glaube ich matt oder semi-matt, diese beiden. Also wunderschön. Ist auch eine große Empfehlung. Wer so ein bisschen neutral, ein bisschen bunt, kann man mischen. Ne? Hier haben wir Mystery Date. Das ist dieser hier. Das ist so ein, ja, ein schönes dunkles Blau. Und der ist jetzt ohne groben Glitzer, aber der hat so einen leichten Glanz. Die haben halt vom Finish, sind die alle so ein bisschen unterschiedlich. Aber ich glaube, die zwei letzten Paletten, außer jetzt die reine Mattpalette, diese ganz Mattpalette, die hat mir einfach zu dunkle, zu warme Farben. Das ist alles so rot, orange, gelb, die ich nicht so häufig trage. Da tendiere ich eher zu kühleren Farben. Also ich finde auch, ich bin so ein Mischtyp. Ich würde jetzt, ich habe es noch nie nachtesten lassen vom Experten, aber wenn ich mich so angucke und andere anschaue, dann denke ich immer, ich kann wärmere Farben tragen, aber auch kühle Töne oder beides gemischt. Also nur zu warm. Zu warm auf dem Auge ist, glaube ich, nichts. Meine Einstellung. Also was heißt meine Einstellung? Das ist Quatsch. Ja, so empfinde ich das einfach. Dann kommen wir zu der Entaupe. Die ist noch nicht ganz so alt, noch nicht ganz so lange in meinem Besitz. Hat dieses interessante Muster. Hat natürlich auch die 5 Farben. Und auch, Moment, ja, 1,5 Gramm. So. Und hier ist auch noch die Abdeckfolie. Ja, wie der Name schon sagt, hat sehr neutrale Farben, nudige, taupefarbene, eine wunderschöne Alltagspalette. Und ja, klasse Farben. Also, ich finde diesen Old Master hier, seht ihr den? Diesen Taupeton mit dem Goldschimmer, der ist auch unheimlich schön. Oder dieser Exquisit heißt der, glaube ich. Ja, Exquisit. Ja, der krümmelt ein bisschen. Und dann zeige ich euch noch Hour by Hour, ist auch so schön. Also wir haben hier tatsächlich auch matte, wie diesen hier. Ne? Schimmriger mit Goldglitzer und aber auch einfach nur ist so semi-matte, würde ich sagen. Hier Handmade ist auch so ein schöner, heller Orange-Peach-Ton mit Goldglanz. Also, die sind schon Bombe pigmentiert. Da gibt es mal nichts. Wow. Ja, die muss ich auch mal wieder rauskramen. Ne?
Ich würde sagen, sehr, sehr schön. Gefällt mir. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr auch eine zur Eva-Palette in eurem Besitz habt. Oder mit welcher Palette ihr liebäugelt. Ja, also das ist wirklich so auch eine, finde ich, wo man sich nicht so schnell überschminken kann. Ja, also nicht zu kräftig jetzt, ne? Obwohl ich... Ja, heute war mir eigentlich wollte ich mich heute mit der nächsten Palette schminken, mit der Natural Yours. Aber dann irgendwie war mir dann doch nach mehr Farbe. Ja, das ist so die Palette, glaube ich, die ganz, ganz viele haben. Die Natural Yours, wie der Name schon sagt, eine sehr, sehr schöne, natürliche, nudige Palette. Die sieht so aus. Genau. Aber wir haben hier, hoppala, auch einen sehr, sehr schönen Goldton. Das ist klasse. Timeless, also aber auch ein matte Schwarz, das ist hier auch drin. Und Slow Dance ist so ein Rotbraun. Hier, der ist auch matt. Swatch ich euch mal hier hin. Ja. Ja, die können was. Smooth Harmony ist auch ein toller Ton. Ja, und ihr habt hier halt, ne, Verblendetöne, alles drin. Was das Nude-Herz begehrt. Wo gehen wir denn jetzt mal rein? Hier, Smooth Harmony, der ist auch toll. Das ist so ein schöner Heller, der aber auch so schön changiert, so in Champagner und Gold und so einer meiner Liebsten. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob es die Kamera einfängt. Ja, jetzt wird es besser. Ist ganz, ganz interessant. Ja, und die halten bei mir mit einer guten Lidschattenbase, halten die auch den ganzen Tag. Also die haben mich noch nie enttäuscht. Und die Natural Yours, wer vielleicht noch gar keine zur Eva-Palette hat und eher langsam anfangen möchte, da würde ich euch die ans Herz legen. Genau, weil die kann man, die nimmt auch nicht viel Platz weg im Koffer. Ne? Die kann man auch schön mit auf Reisen nehmen. Ist kein Spiegel drin, der kaputt gehen kann. Ja, und ich glaube, hier waren viele hinterher. Gibt es die noch? Ich meine, das ist die Rose Golden hier, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wann... Oh, sorry, das war mein Tablet. Habe ich das nicht weggeräumt? Nee. Also die Rose Golden, die möchte gar nicht raus. Nö, die möchte sich nicht zeigen. Du darfst dich aber gerne zeigen, weil du bist wunderschön. Ja, das ist diese hier. Ja, und wie der Name schon sagt, ne, Rose Golden, viele Rosé-Goldtöne. Ja, auch wieder Namen. Wie zum Beispiel Luster. Luster ist, glaube ich, einfach so ein Verblendeton hier. So ein Nude-Ton fürs Auge. Dann haben wir hier aber auch mit einer schimmrigen Konsistenz, Finish. Richtig mit ordentlich Fettglitzer haben wir hier keine. Rusty Petals finde ich auch schön. Hier so ein, ja, so ein Braun, aber so ein dunkleres Rostbraun. Und dann swatche ich euch noch Copper is King, der so ein bisschen ins Rötliche geht hier. Oh. Ja, das, den Nude-Ton sieht man kaum. Ja. Schlecht geswatcht, Nadine. Hier. Ja, ich habe jetzt gerade nicht die besten Stellen. Also das hier ist der Nude-Ton, aber die anderen haben halt auch ein sehr metallisches Finish. Und ja, die Rose Golden, da habe ich also noch nicht ganz so häufig zugegriffen. Wahrscheinlich, weil die auch viele... so, ja, was heißt da so viele gar nicht? Ja, die so mehr ins Rot Peach gehen, ne? Aber eine tolle, tolle Palette hier, Harmony. Das ist auch so ein schöner Lidfaltenton, würde ich sagen. Ja. Okay, schnell wieder weg damit. Rose Golden, genau. Weiter geht's im Text mit der Rodeo Belle. Und die habe ich auch schon. Eine ganze Weile. Ist auch einer meiner ersten zu Eva Paletten, Rodeo Bell. Der klappen wir mal auf. Oh, da habe ich die Folie noch. Und das ist eine Palette, die habe ich schon des Öfteren verwendet und sehr gerne auch, weil ich die Farbzusammenstellung toll finde. Ne, also da haben wir zum Beispiel hier Rodeo Ready. Zwei harmlose Farben, würde ich sagen. Ne? Hier wird es dann schon ein bisschen bunter. Peachiger. Und wenn ich dann mal in Hot Wind reingehe, in dieses wunderschöne Grün, dann knallt es direkt. Ne?
Day Money ist, glaube ich, Moment, ich muss mal ein, mache ich das jetzt mal. Ja. So, aber auf jeden Fall muss ich euch noch Bang Bang hier. Das ist natürlich so ein richtig schönes knalliges Rot, ne? Ja, den trage ich, also ich glaube, den habe ich erst zweimal getragen und ganz dezent am unteren Wimpernkranz und dann mit Schwarz oder so da drüber. Dann haben wir den Todesschuss, Deadshot oder Shot, das ist so ein, seht ihr das? Da funkelt es schon ein bisschen mehr drin. Ja, schwarz mit so Glitzerpartikeln. Und Yeeha ist auch nochmal so ein Türkisgrün. Den möchte ich gerne mal wieder bald tragen. Das ist so ein Meerjungfrauenblau, würde ich sagen, mit wahnsinnstollen Goldschimmer. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also wenn das nicht knallt, ne? Aber manchmal muss es auch knallen einfach auf dem Auge. Ich brauche schon wieder einen sauberen Lappen. Oh, und nicht nur, weil jetzt Karneval ist oder so, ne? Also ich, wie gesagt, heute sollte es eigentlich eher dezent werden und dann irgendwie habe ich es in den Kopf gekriegt und habe mir gedacht, nee, komm, mach's mal ein bisschen bunt. Also die Rodeo Bell ist was, wer mutig ist, auch mal, ja, sich ein bisschen Farbe aufs Auge aufzutragen. Was ist los? Ich habe keinen Kaffee. Das ist es. Ich habe noch meinen Kaffee nicht. Dann kommt eine. Das ist meine neueste. Die habe ich zuletzt mir bestellt bei Douglas. Die Blanc Fusion. Genau. Und dann gab es ja noch eine mit Karamell. Die hat mir aber jetzt für mich nicht so gefallen. Die Blanc Fusion schon eher. Ich glaube, die habe ich euch auch, damit habe ich euch was geschminkt, oder? Also das ist die neueste und da, bei der habe ich auch dann die 22 Euro bezahlt. Ich muss ein bisschen auf meinen Akku aufpassen. Nur noch einen Strich. Also die Blanc Fusion, das finde ich ganz gut aufgeteilt, besteht aus schimmrigen Lidschatten, die befinden sich alle oben in der Palette, und aus matten. Und das ist eine Palette, wo ich sage, das trage ich gerne. Ich trage auch gerne mal dieses schöne Gelb. Das hatte ich, glaube ich, letztens auch. Ein Gold. Und das hier ist auch klasse. Das ist ein Weiß mit goldenem Schimmer. So irisierend irgendwie, opalisierend. Also die drei Farben alleine schon. Ist der Burner. Ne? Also das ist jetzt auch was fürs Frühjahr, finde ich. Das passt. Ja, es wird Zeit, dass es Frühling wird, Leute. Also das ist echt, im Moment ist das, man muss sich selbst bei Laune halten, schöne Musik anmachen, weil das ist so ein richtiges Depri-Wetter im Moment bei uns. Grau, nass, kalt, naja, machen wir das Beste raus. So, dann haben wir hier unten halt die nudige Reihe und die matte Reihe, ne? Wunderschön für alleine auf dem Auge, für die Lidfalte und, und. Moment, ja. Und die lassen sich auch alle super verblenden, verarbeiten. Jetzt gehe ich nochmal in den dunkelsten hier. Ach, den hatte ich doch schon. Irgendwie bin ich heute ein bisschen von der Rolle. Wahrscheinlich freue ich mich auf heute Abend. Wie gesagt, es ist Montag, auf The Walking Dead. Endlich ist ja die Staffel weitergegangen, ne? Ich weiß ja nicht, ob ich The Walking Dead Fans habe. Ich freue mich. Ja, heute Abend geht's weiter. Also das ist eine Palette, das muss man sich überlegen, ne? Weil es sind jetzt nicht so, ja, außer jetzt das Sonnengelb, aber die anderen fallen auch auf durch ihren wahnsinnstollen Schimmer, aber ist eine gute Mischung, finde ich. Also ich finde die ganz, ganz toll. So, dann habe ich noch die Kakao Blend, die Kakaopalette hier. Und das ist die einzigste, wo ich den Umkarton verschludert habe. Von den anderen Paletten, außer noch von der Cool Spectrum, da habe ich sie auch nicht mehr. Ja, die öffne ich jetzt mal so und dann haben wir diese wunderschönen Farben. Ja, und der hier, ne, das ist so ein, ich würde sagen, so ein Weinrot. Ach, der hat so ein schönes Finish. Das ist der Burner. Und dann haben wir hier wieder einen schön zum so matten, zum Verblenden für aufs ganze Auge und so. Hier haben wir sowas mit Gold, Goldbronze. Oh, schaut euch das an.
Wahnsinn, oder? Ja, und hier unten haben wir noch Infusion. Das ist einer, der hat so mehr Schimmer, so Glitzerpartikel. Ist aber auch schön für Smoky Eye. Also die Partikel, die sind ganz klein und fein. Und ich habe den jetzt schon getragen. Und da ist mir nicht aufgefallen, dass ich die goldenen Partikel irgendwann auf meiner Wange hatte. Also wie gesagt, die halten super, ne? Und also die Kakao Blend ist schon auch eine große, große Empfehlung. Weil, okay, wir haben jetzt kein Schwarz hier drin, aber wir haben zum Beispiel ein ganz, ganz dunkles Braun. Das kann man ja auch nehmen zum Lidstrich ziehen oder einfach um das Auge dunkler zu schminken. Ne? Also ein Schwarz haben wir hier nicht, aber einen schönen Verblendeton und ja, den Rest hier quasi. Finde ich ganz, ganz toll. Kakao Blend. Dann kommen wir zu einer, die habe ich auch schon ziemlich lange, die Retro Future oder so. Ja, Retro Future. Diese hier mit diesem Art Kristall. Da habe ich den Schuber noch. Ich muss nochmal meine Hand ein bisschen reinigen. Ja, und ich weiß gar nicht, womit ich weitermache. Ich muss mal überlegen. Ich liebe ja meine Paletten. Ach, die ist auch ein Traum. Ja. Das ist so, ne, hier meine Farben. Lila, dann helles Lavendel, Lavendeltönchen, Electric Youth hier, das ist ein Hammerblau. Also das sind schon fast, also das Blau hat schon so einen Neoncharakter, würde ich sagen. Dann haben wir die Galaxie, das ist ein Weiß, kann man aber auch wunderschön, wenn man das nämlich verstreicht, seht ihr, dann ist es nicht mehr so hell. Kann man also auch wunderbar, na, was kann man denn wunderbar? Ja, einfach aufs ganze Auge, damit verblenden. So. Also das ist wirklich eine wahnsinnstolle Palette, weiß ich auch nicht. Vielleicht mögen, also welchen ich auch noch ganz, ganz toll finde, ist Rose Gold. Hoppala, dieser hier. Ne? Der hat auch. Der hat keinen groben Glitzer, aber das ist wirklich so ein richtig schöner, ja, Rosé-Goldfarbener, ne? Toll. Groß, große Liebe. Und Black Hole, das schwarze Loch, das glitzert hier. Ja, das ist das schwarze Loch. Ein Schwarz mit silbernen Glitzerstückchen. Auch klasse. Also ich finde die Palette, da war ich auch froh, weil ich mag das. Auch dieses Grün hier, ne? Moosgrün mit Gold. Also Grün trage ich ja auch gerne. Ja, der ist jetzt ein bisschen schwach auf der Brust. Moment. Den müssen wir intensivieren. Der ist jetzt hier neben dem Rose Gold da. Ja, das ist so eine Farbpalette, eher was für, ja, für farbige Anlässe. Für farbige Anlässe. Klar, man kann auch jetzt mit dem hellen Lavendelton vorsichtig am Auge arbeiten und es sieht nicht gleich so überladen aus. Überladen. Nicht gleich so knallig, aber. Ja, ich finde sie ganz, ganz toll. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zur vorletzten. Und aus dieser normalen, schmalen zu Eva Palettenreihe habe ich halt noch diese hier, die Smoky. Smoky, Smoky. Genau wie der Name schon verrät, eine Palette vielleicht für schön Smoky Eyes schminken. Kann man definitiv. Das ist jetzt aber auch eine der Paletten, die ich noch nicht, ja, ich habe sie benutzt, aber noch nicht ganz so häufig wie manch andere. Real Light, also das ist hier ein Schwarz, ein mattes wieder. Klar. Dann haben wir hier aber auch einen schönen Verblendeton, neutralen Ton. Ja, so taubmäßig, grau. Moment, ich mache mal hier einen Swatch von den dreien. Mal eben die Finger wieder sauber. Dark Edge finde ich auch schön. Das ist sowas. Ja, Moosgrün mag ich ja auch sehr, sehr gerne. Ne? Moosgrün. Dann haben wir aber auch Elegant Chaos. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz dunkle Pflaume. Das ist ja wieder so mein Ding. Ne? Ja. Damit muss ich mal, ich glaube, die nehme ich mal morgen. Die habe ich noch nicht so häufig verwendet, obwohl ich überall drin war. Zeige ich euch noch Smoky Wishes. Das ist dieser hier. Und den finde ich auch schön, diesen Rosé-Ton. Also, so schmiere ich dich noch dahin. Ne?
Ja, da haben wir auch eine gute Mischung. Die erscheinen, also da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Matte. Moment. Also da sind viele Matte. Ich glaube, die hier unten sind alle matt. Ja, was rede ich? Die sind eigentlich alle matt, bis auf dieser hier und der. Ne, das sieht man auch ganz gut, glaube ich. Ich kann ja mal hier in den schimmrigen rein mit meinem kleinen Finger, weil die anderen Finger sind dreckig. Da sieht man den Unterschied. Ne? Den mache ich mir jetzt, den habe ich mir hierhin gemacht. Das ist auch ein sehr schöner grau-beige, grau, ja. Ich glaube, der hat goldene Stückchen. Ne? Also das ist eine Palette mit vielen schönen matten Farben. Und die ist auch dann eher was für mich. Also die neueste jetzt, die reine Matt-Palette, ist von den Farben nicht so meins. Aber hier habe ich halt fast nur matte Töne, auch außer zwei. Und das passt farblich einfach besser, weil ich stehe ja auf diese, oder ich finde auch, meine grünen Augen kommen gerade bei so Pflaume, Lavendel, Beerenfarben einfach besser raus. Ne? Ja, mein Gott, warum habe ich mich jetzt hier so eingesaut? Also es ist auch eine große Empfehlung, die Smoky Palette. So, und jetzt kommen wir zur letzten. Und zwar, da habe ich auch den Umkarton verbaselt. Sieht auch ein bisschen mitgenommen aus, aber gut, das ist die Cool Spectrum. Es gibt, glaube ich, noch eine Warm, eine warme Palette. Das ist jetzt eher eine kühle Palette von den Farben her. Gibt es da nicht noch eine Natural? Ich glaube. Das sind, die ist teurer. Ich habe mal eben geguckt. Ich glaube 34 Euro. Aber ihr habt hier auch 15 Farben. Also quasi 5 Lidschatten mehr. Wenn man das aufklappt, haben wir hier auch keinen Spiegel. Und hier haben wir aber jetzt bei der Cool Spectrum Palette diese 15 wunderschönen Farben. Ja, und dann fange ich doch mal an mit dem Swatchen in meinen Lieblingsfarben. Ne? Also die hat auch eine, ja gut, dieses helle Lavendel sieht man jetzt nicht so gut. Und meine, aber ich finde, das geht. Also ja, sehen tut man sie. Welchen ich auch ganz toll, die haben jetzt leider keine Namen. Die haben hier solche Nummern, sieht man das? Die haben hier überall, Moment, die haben überall so komische Kürzel. Leider keine Namen. Aber hier ist so ein schöner Roséton. Oh, der leuchtet so toll. Ja. Geht so ein bisschen sogar ins Pink, ne? Und wir haben aber auch was Mattes hier. Ein mattes Grün und ein Schwarz. Schwarz geht immer. Oh, der krümmelt ein bisschen. Ja. Ne, hier ist das Schwarz, da ist das Grün. Das Grün finde ich auch klasse. Eigentlich finde ich in dieser Palette alle Farben klasse. Ich muss mal eben noch mal ein bisschen mehr Swatchfläche freilegen hier auf meinem Arm. Diese ähneln sich schon sehr, ne? Diese braunen Töne. Aber ein kleiner Unterschied sieht man, glaube ich. Der geht mehr ins Warme, der hier ist kühler, ne? Ich würde sagen, oh ja. Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und die schimmern schön. Also groben Glitzer, richtig fette Partikel. Ne, habe ich jetzt hier gar keinen. Hier haben wir noch ein schönes Silber und so ein nudiger Ton. Da sieht man auch den Unterschied zwischen matt und glänzend, ne? Hier den silbernen und den matten. Welchen swatche ich euch noch? Ja, und wir haben hier einen Verblendeton, auch wichtig. Dann swatche ich euch noch dieses, ne, da war ich doch drin eben, oder? Diesen hier, der ist auch sehr interessant. Der changiert so ein bisschen. Nee. Ja, doch. Der hat so was. Der sieht sehr unscheinbar aus. Aber vielleicht könnt ihr das erkennen. Ich weiß auch nicht. Der hat irgendwie solche lichtreflektierenden Partikel da drin. Ja, und das Weiß ist auch sehr gut pigmentiert für ein Weiß. Aber wenn man es verstreicht, ist es auch nicht mal ganz so krass, ne? Also das ist halt, finde ich, diese Palette passt eher zu mir, wie jetzt die warme Palette. Ja, es gibt da ja, meine ich, noch eine Natural oder natürliche, keine Ahnung. Ist auch eine Empfehlung, sind 15 Farben, kostet natürlich aber auch über 10 Euro mehr, ne? Ist ganz schön viel Geld. Habe ich denn da 34 Euro für ausgegeben? Ich meine nicht.
Obwohl, kann mich da jetzt auch vertun. Ja, die ist jetzt so ein bisschen dreckig, weil ich habe ja den Umkarton verbummelt. Ja, aber das waren jetzt so meine zu Eva-Paletten. Und ich bereue keinen Kauf. Ich liebe sie alle. Und jetzt, wer jetzt noch gar keine hat, da würde ich wirklich sagen, erstmal vielleicht die Natural Yours Palette. Oder auch die Rose Golden, ist auch nicht ganz so knallig, ne? Also, ja. Oder die Taupe Palette, die ist natürlich auch schön. Ja, aber es gibt auch Paletten wie die Kakao Blend, die dann ab und zu mal ein knalliges Tönchen beinhaltet, ne? Aber da kann man sich ja Fotos und Bilder und anschauen. Und ja, ich denke, das reicht dann auch jetzt erstmal für dieses Video, ihr Lieben. Ja, und dann würde ich sagen, schreibt mir doch mal, ob ihr auch eine zu Eva-Palette besitzt. Vielleicht hat ja jemand von euch auch sich die Matt-Palette, also die neueste zu Eva-Palette, zugelegt. Dann schreibt mir das doch mal. Ich werde sie mir nicht bestellen, weil ich weiß, dass das wirklich über die Hälfte an Farben waren, die ich selten tragen werde. Ja, und dann lohnt sich das nicht. Gut, ihr Lieben, dann hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen. Ich habe natürlich noch mehr Paletten. Ich muss nur noch mal gucken. Ich will jetzt auch nicht so Sammlungsvideos oder sagen wir mal meine Lidschattenpaletten euch jetzt Stück für Stück, also hintereinander weg, möchte ich euch die jetzt nicht zeigen. Die kommen immer mal wieder, kommt dann ein neuer Teil. Aber ja, sonst wird es vielleicht für den einen oder anderen langweilig, wenn jetzt jemand von euch nicht so gerne Sammlungs- oder Paletten-Lidschatten-Sammlungsvideos guckt, dann ist das ja blöd, ne? Deshalb denke ich mal, kommt jetzt dann hier nach erstmal noch ein anderes Video und irgendwann kommt dann der zweite Teil meiner Palettensammlung. Aber ich dachte, ich fange mal an mit zu Eva. Okay. Ich bedanke mich fürs Einschalten und hoffe, euch hat das Video gefallen. Freue mich, von euch zu lesen und würde mal sagen, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.